Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich habe mir was ganz Tolles zugelegt, für mich was ganz was Neues, gibt es aber schon ewig bei Sensi, und zwar den Premium Diffuser. Ich bin ganz aufgeregt, für mich ist das wirklich eine Neuheit. Ich bin ja noch nicht so lange Sensi-Beraterin. Aber ich habe mir meinen eigenen Shopping-Link angelegt, konnte da einige Tage, Wochen sammeln, meine Bestellungen, und konnte mir dann den Diffuser zum halben Preis ausbieten. Natürlich musste ich da zuschlagen. Ich hatte sehr, sehr viele Prämien. Auf meinem Instagram-Kanal seht ihr auch alle anderen Prämien in einem Video. Also da habe ich wirklich sehr abgesahnt. Also Heilige Maria, also. Und zwar ist das, das schaut ja urwitzig aus, das ist die diffuse Basis, also da kommt noch was drauf. Das ist einmal das Hauptteil, dann ist ein Kabel dabei. So. Das ist das Kabel, ich schaue mal, ob ich das gleich einstecken kann, ob sich das ausgeht. Weil dann könnte ich euch gleich mal das Licht zeigen. Na, na, na. Das wäre natürlich voll cool, wenn ich euch das zeigen könnte. Passt! Oder ja, geht sich schön aus. So, stecken wir gleich mal ein und dann. Wo? Ah, da! Mein Süß! Sehr, sehr cool! So, dann ist da noch ein Kleber drauf, dass der Deckel hält. Zweimal. Der kommt runter. Dann kann man da die Haube runternehmen. Dann füllt man da Wasser ein. Da habt ihr auch eine Maximalmarkierung. Ich glaube, wie viel waren es? 140 ml, glaube ich. So. Und da gehört jetzt noch was ganz was Wichtiges dazu, weil so schaut das ja nicht so schön aus, und der heißt ja nicht umsonst Premium Diffuser, und zwar weil unser Premium Diffuser handgemachte Schirme hat, also die kauft man sich dazu, die man dann aufsetzt. So, die sind alle handgemacht und man kann sich da kann die Schirme dann immer wechseln. Ich habe mir jetzt den Ascent-Schirm ausgesucht, der ist aus Glas. Hat so einen Perlmutt-Effekt, also da sieht man auch leicht einen Regenbogen drauf leuchten. So, das Kabel ist wieder futsch gegangen. So, füllen wir mal Wasser ein, dann zeige ich euch das. Also, zuerst wieder Kabel rein. Habe ich wahrscheinlich nicht ordentlich eingesteckt. So, dann Wasser. Und der schaltet sich auch automatisch aus, sobald er leer wäre. Also der geht 8 Stunden im leichten Modus und 4 Stunden im starken Nebelmodus. So, jetzt haben wir da den Schirm drauf. Drücken wir mal einmal drauf. Ich weiß noch gar nicht, was passiert. Oh, einmal lange drauf drücken, beginnt die Farbe. Zweite Taste ist für den Nebel. Einmal leicht drauf drücken, fängt er dann leicht an zu nebeln. Seht ihr es? Ja, das sieht man schön. Das ist Stufe 1. Aus. Also leicht. Starker Nebel. Aus. So, wir sind jetzt im Farbrad drinnen. Wir haben 16 Beleuchtungsmodi, also 16 verschiedene Beleuchtungseffekte. Es gibt auch einen Kerzenflackermodus, das ist dann ganz schön romantisch. Das sind wirklich extrem viele Farben, das ist ein Wahnsinn. So, drehen wir nochmal ab. Ich möchte wieder in den Farbwechselmodus, also einmal lange drauf drücken. So, drehen wir doch nochmal ab, und zwar schauen wir sich einmal kurz. Normales gelbes Licht. Nochmal kurz. Gedimmtes Licht. Und beim dritten Mal ist das der Kerzenflackermodus. Ist das nicht cool? So, wieder aus. So. Jetzt bin ich wieder im Farbrad.
So, das Licht können wir noch schnell aufgedreht lassen. Die Diffuser, die Nebelfunktion habe ich jetzt abgeschalten, weil wir haben ja noch gar kein Duftöl reingegeben. Es gibt ja sehr viele verschiedene hochwertige Duftöle. Und weil die so hochwertig sind und so konzentriert, reichen da wirklich minimalsten Mengen. Also hier im Premium-Diffuser, im Deluxe-Diffuser habe ich 2 Tropfen drin, gebe ich hier auch nochmal 2 Tropfen drin und das reicht für meine ganze 50 Quadratmeter untere Etage. Also es reicht eigentlich, ein Diffuser reicht mir schon in meinem Wohnzimmer, ich habe ungefähr 30 Quadratmeter im Wohnzimmer, da würde mir schon der eben reichen, aber was soll der Geiz? Noch den dazu natürlich. Man kann auch sein, dass ich mal einen von den beiden, wahrscheinlich den Deluxe Diffuser, weil der ist aus Plastik, kann leicht sein, dass ich den mal raufstelle, dass wir oben auch guten Duft haben und unten eben den mit dem Glasschirm, den Premium Diffuser. Und so leuchtet der und so wird der Duft versprüht und der ist wirklich erst wunderschön. Also ich habe den mir, könnte mir gar nicht vorstellen, wie schön das der wirklich ist. Also das ist wirklich... Er nebelt auch sehr stark. Es ist ja eine Ultraschallplatte unten verbaut, da wird nichts heiß, da passiert gar nichts. Das wird einfach per Ultraschall, wird der Wassernebel erzeugt und so kann auch nichts verbrennen. Er dreht sich auch automatisch ab, sobald er kein Wasser mehr drinnen hat. Das habe ich wirklich schon feststellen können bei dem. Der macht das auch, also der Deluxe Diffuser macht das auch. Und jetzt habe ich halt eben den direkten Vergleich zwischen den zwei. Also das ist wirklich die Premium-Variante, also der ist wirklich... wunderschön und der Duft natürlich herrlich mit dem tollen Öl. Ich habe da übrigens Watermelon Red Berries reingetan. Ich habe noch einige andere und bekomme auch bald die Tester für die ganz neuen Sommeröle. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann geht es wieder los mit Öle shoppen. Also da brauche ich jetzt sicher ganz viel verschiedene, obwohl ich eh schon einige habe. Aber viel hilft viel, sage ich immer. Also der Nebel ist wirklich stark. Ich glaube, ich habe da die leichte Stufe. Oder ist das schon eine starke? Nein, das war die leichte Stufe noch. Also da können diese handelsüblichen Diffuser nicht mithalten. Also mit so viel Dampf, mit so viel Nebel, da merkt man halt wirklich, dass das ein Premium-Modell ist. Das war es erstmal so zum Diffuser. Auf meinem Instagram könnt ihr dann auch noch Fotos von den neuen Lampen, von der neuen Frühlings-Sommer-Kollektion sehen. Ich habe schon 2 hier, 3 habe ich schon hier. Und wenn ihr mal Duftproben haben wollt, ich habe schon das neue Wachs da, also die neuen Düfte. Habe ich schon sehr viele da, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben, hier in die Kommentare oder auf Instagram, Facebook oder in meinem Shop findet ihr meine Nummer. Da könnt ihr mir auch auf WhatsApp schreiben, da können wir uns gerne zusammensprechen, wenn ihr mal Duftproben haben wollt oder Proben vom Badesalz, Proben vom Reinigungsmittel, egal von was, ich kann ziemlich von allem kann ich Proben abfüllen. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da mal sehen, mal hören. Oder ich leihe auch Duftlampen her. Also wenn du magst, kannst du mir auch gerne schreiben und ich schicke dir mal meine Duftlampe für eine Woche. Kannst du sie ausprobieren mit passendem Duftwachs dazu und dann kannst du sehen, wie das bei dir zu Hause wirkt und kannst dann entscheiden, ob das was ist für dich oder nicht. So, das war jetzt mal ein kurzes Video. Ich bedanke mich. Schönen Abend. Tschüss.